Es ist mal wieder Pizza-Time angebrochen und ich muss sagen, ich habe schon ewig keine Ofenfrische mehr gegessen. Deswegen habe ich sie mir neulich geholt, bestimmt schon 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahre nicht mehr. Die Dr. Oetker Ofenfrische in der Sorte Thunfisch habe ich geholt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich weiß, dass sie mir damals sehr gut geschmeckt hat und ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich sie mir dann irgendwie schon lange nicht mehr gekauft habe. Jetzt ist sie mal wieder dort und wir schauen uns zusammen einmal die Ofenfrische an. Sie ist für euch sicherlich nicht neu, aber ich denke auf jeden Fall einen Blick wert. Karton ist normalerweise natürlich nicht so ramponiert, kostet normalerweise so um die 2,50. Die hatte ich jetzt hier, glaube ich, im Angebot gekauft. Wir haben einen herrlich frischen Genuss. Frisch im Ofen wird sie hochgebacken. Genießen Sie die Pizza mit einem Boden aus rohem, und das ist das wichtige, Hefeteig, bei dem Sie zuschauen können, wie sie zu Hause im Ofen frisch hochbackt und dabei ihren köstlichen Duft verbreitet. Vorgeheizt habe ich schon, ich habe sie sogar schon ausgepackt. Man muss sie nur noch von diesem Pappträger hier runterholen. Und dann kommt sie gleich in den Ofen bei ziemlich hoher Temperatur und dann wird Vollgas gegeben. Wir haben Pizza, Thunfisch, Zwiebeln und Käse. Zwiebeln gehören auf jeden Fall dazu. Seid ihr auch Team Thunfisch, Zwiebelpizza oder eher so ohne Zwiebeln? Ich finde, es ist wichtig. Weizenmehl, passierte Tomaten, Käse ist dabei, 10%. Wir haben auch eine Mischung aus Mozzarella und Edamer. Wir haben 9,5% Thunfisch. Zwiebeln haben wir auch, Backhefe, Palmfett, warum auch immer Palmfett in dieser Pizza drin ist, eingelegte Kapern, Säugungsmittel, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel, Verdickungsmittel hier und da. Also es sind einige Zutaten mehr, die hier drin sind, als bei einer, ich sag mal, Restaurantpizza. Ein bisschen unübersichtlich fast schon. Hier habt ihr die Nährwerte, sind ein bisschen geringer als bei vielen anderen Pizzen, liegt ganz einfach daran, dass die hier eben noch nicht vorgebacken ist. Denn beim Backen wird natürlich auch ein bisschen Wasser, geht natürlich Wasser verloren und dadurch steigen die Kalorien. Aber es ist auch relativ wenig Fett drin, was daran liegt, naja, dass nur 10% Käse drin ist. Und Thunfisch ist ja auch recht schlank. 435 Gramm sind es jetzt und damit auch eigentlich relativ viel für eine TK-Pizza. Gefroren. Viele, viele Zwiebeln. Thunfisch sieht soweit auch gut aus. Der Rand ist ja hier vielleicht das Wichtigste. Da bin ich auch ganz besonders gespannt drauf. Ihr könnt es vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber der Rand kommt wirklich hoch und sieht richtig schön fluffy aus. Gefällt mir. Ich würde sagen, die sieht ja wohl richtig köstlich aus. Achtung, Mikrofon. Knuspriger Rand. Richtig schön hochgekommen, Thunfisch, von unten, oh, sieht wirklich toll aus und riecht auch sehr würzig. Ich finde auch hier dieser Rand hier, der gibt eine sehr würzige Note. Schauen wir also mal, wie sie schmeckt. Hier nochmal das Pizzastück und von unten hat man so ein bisschen dieses Muster von dem Backpapier. Thunfisch, Zwiebeln ist da, wie gesagt, so ein bisschen hefiger könnte es vom Geruch riechen. Der ist aber wirklich schön aufgegangen, das hat man gesehen und auch der Rand ist dicker als bei vielen anderen TK-Pizzen. Knusprig. Aber, ihr habt gesehen, ich glaube Platz 4 oder 5 war es ja, glaube ich, auch die Pizza, diese frisch gemachte neapolitanische Pizza, die es auch aus dem TK gibt, die hat einen viel aromatischeren Teig. Da muss ich jetzt jede TK-Pizza dran messen, wobei es unfair ist, weil es ist streng genommen eigentlich keine TK-Pizza, wie ich finde, sondern eben eine Pizzeria-Pizza. Aber die ist lecker, hat wirklich auch einen ganz eigenen Geschmack. Und je nachdem, wie lange man es backt, sehr knusprig. Der Pizzaboden selbst ist eher so dünn, gibt, glaube ich, auch leicht dünnere, aber das ist soweit okay. Ist jetzt nicht so ein Keksboden wie bei Restaurante. Belegt ist es eigentlich ganz okay. Was hier bei dem Boden ganz gut ist, der ist wirklich ganz unten, so
knusprig und dann ist er noch weich. Also er ist so, er ist beides. Er ist weich in Richtung Auflage und knusprig ganz unten. Also ich finde, es sind auch eher milde Zwiebeln. Die haben zwar einen zwiebeligen Geruch, aber die sind jetzt irgendwie nicht sehr zwiebelig vom Geschmack. Für mich könnte es noch zwiebeliger sein. Kann man machen. Schöne Pizza. Tomatengeschmack kommt auch gut durch. Wie gesagt, der Rand ist was Eigenes. Passt für mich. Eure Meinung zu Ofenfrische? Gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Herzlichen Dank dafür. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.